Alle Spielercharaktere von Applied Engineering starten als Gefangene in einem Arbeitslager. Arteso, gespielt von Alex Marbach, hat vor der ersten Folge die Chance, alle vorbereiteten Charaktere aller Spieler zu interviewen und sich daraus seine Crew für den Ausbruch zusammenzustellen. Bis zu diesem Dreh waren alle Charaktere zwischen den Spielern geheim. Das ist das Ergebnis. Heute Ovak, der Halborg-Kämpfer, gespielt von Noah. Hey! Gerade hat wieder einer in der Arena ordentlich aufs Maul bekommen, die Menge jubelt. Und einer steht daneben, Arme verschränkt. Und es sieht fast aus, als wäre er stolz. Ein Halborg. Ein gar nicht mal so gewaltig großer Halborg, aber ein doch offensichtlich kampferprobter. Und er ist der Einzige, von dem du schon mal gehört hattest, bevor du hier gelandet bist. Du bist dir sicher, dass du schon mal von ihm etwas gehört hast, dass er in der Hauptstadt als Gladiator berittene Kämpfe par excellence ausgetragen hat und eigentlich auch ein Publikumsliebling war. Und ihr hattet bisher keine wirkliche Gelegenheit zu reden. Du hast aber gehört, dass er Gerüchten nach wohl in der Arena einen Adligen fast umgebracht hatte. Ah, großer Fehler. Und weil fast, er hat ihn nicht ganz umgebracht, nehme ich an. Er war noch lebendig genug, um für die Konsequenzen zu sorgen. Verstehe. Und ja, jetzt ist er hier und das Erste, was er gemacht hat, ist direkt eine Art Fight Club hier unten aufzuziehen. Und da auch genug von den Wachen Fans von ihm sind, haben sie ihn das sogar machen lassen. Und es läuft. Und er musste die letzten Wochen nicht ein einziges Mal arbeiten. Respekt. Ich sollte auch einen Fight Club aufmachen. Verstehe. Und momentan hat er quasi den letzten Kampf betrachtet und steht in der Ecke. Genau. Da bin ich jetzt schon ein bisschen aufgeregt. Ich laufe. Versuche so in der wahrscheinlich noch röhrenden Menge hinter ihn zu kommen, so schräg von hinten auf die Schultern zu klopfen. Ovak, Mensch, das war ja ein Riesending. Starke Leistung. Hi, wir kennen uns noch nicht. Otusu. Hi. Grüß dich. Ich habe schon viel von dir gehört. Das ist, kannst du, danke, deine Hand ist unglaublich. Woher kennst du meinen Namen? Nun, jeder kennt doch Ovak. Gladiator, Hauptstadt, Briten, großartige Kämpfe. Ein Fan, wie ich sehe. Aber ein riesiger. Und wie ich sehe, hast du hier ein florierendes Geschäft aufgemacht und machst dir das Leben hier drin ganz schön leicht. Naja, man tut, was man kann. Ja, ich merke schon. Wie stellt man das an? Wie organisierst du das? Wie hast du begonnen? Naja, so schwer ist das nicht. Du hast hier ein paar fähige Männer. Die wollen kämpfen und du sagst, dann kämpft halt. Und dann fangen die ganz von selbst an. Das ist keine große Kunst. Wie hast du die Wachen am Anfang davon abgehalten, die zwei Kämpfenden nicht prügeln, Windel reinzubringen? Ich hab denen einfach gesagt, die sollen wegbleiben. Dann sind die weggeblieben. Haben Angst vor mir, glaube ich. Respekt. Ja. Das kann mir nicht passieren. Ja, das stimmt. Danke. Oh, tut mir leid. Ich meine, man kann ja nichts für sein Aussehen. Au! Das ist nicht schlecht. Dafür, dass du Gladiator bist, hätte ich dir weniger intelligente Retouren zugetraut. Ich bin beeindruckt, das gefällt mir. Ich mag das. Also nicht, dass man mich beleidigt, sondern wenn jemand zu antworten weiß. Sag mal, bist du hier glücklich? Nein, glücklich nicht, aber ich meine, vorher in der Arena, ob man davon Glück reden kann. Ich meine, die Leute haben mich geliebt, aber das tun sie hier ja auch. Also. Das Publikum ist eher ein bis beschränkt. Ja, aber Liebe ist Liebe, ob mich das Publikum liebt und beschränkt ist oder ob mich das Publikum liebt und nicht beschränkt ist. Clever, es ist, intelligent, klug, vorausschauend, bewundert, reich. Ja, unter Umständen danke. Mit mehr pekuniären Argumenten danke. Gesegnet. Danke, danke. Entschuldigung. Gut. Was ich sagen wollte ist, reiche Fans sind besser als blöde Fans. Gut, wenn sie blöd und reich sind, wäre das natürlich noch was anderes. Aber blöde, arme Fans, wie wir hier haben, sind doch doof. Hm.
Weil blöd. Nein, weil sie vor allen Dingen kein Geld haben. Sie können dir ja nicht helfen. Das, was du sagst, macht Sinn. Mhm. Wie wär's, wenn wir die reiche Fans besorgen? Und das kriegen wir hier drinnen natürlich nicht hin. Aber wie willst du das machen? Willst du etwa reiche Leute hierhin einladen? Nein. Wobei? Nee, ich glaube, die kommen hierher. Nein. Außerdem will ich hier raus. Und du siehst mir nach jemandem aus, der Organisationstalent hat. Du hast so ein bisschen auch den Überblick, wer was kann. Der Ergenasi, der gestern gekämpft hat. Den Jungen mag ich, der ist wie klasse. Hast du den aufgetrieben? Hab ich nicht, der kam von selbst. Wahnsinn. Aber du willst hier raus, höre ich. Mhm. Kannst du das organisieren? Ich organisiere die reichen Fans. Ich weiß nicht. Ich meine, ich habe hier echt viele Freiheiten, aber ich raus und rein spazieren, wie ich will, kann ich jetzt auch nicht. Natürlich nicht. Sagen wir, wir stellen eine schlagkräftige Truppe für davor und danach zusammen. Ich meine, wir sind einmal hier, wir sind einmal alle auf einem Haufen. Warum suchen wir uns nicht die Rosinen raus und bauen uns da draußen unsere eigene Torte? Hm, ich mag Torte. Mit Rosinen vielleicht nicht so. Da macht man eher gut. Naja. Okay, ich mag, wie du denkst. Ich mag auch, wie ich denke. Komm schon, wie wär's? Ich habe hier drin echt viel aufgebaut. Ich weiß nicht, ob ich das einfach so hier zurücklassen möchte. Okay. Ich meine, was ist denn die Arena ohne mich? Lass uns wetten. Du siehst mir nach jemandem aus, der eine gute Wette mag. Ah, ich wette nicht gerne. Du wettest nicht gerne? Ich spiele nicht gerne. Und du baust einen Ring, in dem die Leute sich kloppen und darauf wetten, wer gewinnt, und du wettest selbst nicht gern? Natürlich nicht. Hast du dein Leben noch nie verwettet? Ich habe das schon 100 Mal gemacht. Ich meine, es hat nie geklappt, aber ich bin es zumindest noch nicht losgeworden. Hm. Nein, ich wette nicht gerne. Womit kann ich dir kommen? Ein Gefallen? Einer Frau? Du kennst Frauen? Mehrere. Reiche, einflussreiche. Die Eulensteins. Gute Bekannte von mir. Hm. Den Namen habe ich schon mal gehört. Hm. Ja, altes Adelsgeschlecht. Keine Ahnung. Weißt du, manchmal fühle ich mich echt einsam. Oh. Schau in die andere Richtung. Ja, mach weiter da hinten. Und ich schmeiße irgendeinen Stein in die Richtung. Hoffentlich trifft es jemanden und die kloppen sich. Und du sagst, du kennst Frauen? Hm. Mehr, als man für Geld kaufen kann. Der Satz musst du kurz sagen. Ja, ja. Das war unerwartet. Vielleicht kannst du mich ja mal, wenn wir draußen sind, einer dieser Frauen vorstellen. Selbstverständlich, das ist überhaupt kein Problem. Wir müssen ein wenig an deinem Aussehen arbeiten. Du solltest dir die Finger, die sind übrigens schmutzig, kannst du dir die nachher waschen, arbeiten. Und dein Kragen hängt schief. Könntest du dir bitte den Knopf zumachen? Das macht mich nervös. Besser? Mögen das die Frauen draußen so? Besser, ich mag das. Aber du bist keine Frau. Das macht ja nichts. Okay. Du redest ja gerade mit mir, nicht mit einer Frau. Stimmt. Hm. Aber ja, das lässt sich einrichten. Folgender Vorschlag. Ich besorge dir eine Frau und du sorgst... und du sorgst dafür, dass wir hier rauskommen. Also, wir sorgen gemeinsam dafür, okay? Wir stellen eine schlagkräftige Truppe zusammen. Wie wäre das? Hm. Ja, das klingt nach einem guten Plan. Gut, dann tun wir das so. Deal. Deal! Mein neuer Freund. Na, da fällt dir ein, du bist nicht der Einzige, der raus müsste. Du, nur eine schnelle Frage noch. Ja? Wenn wir rausgehen, mein treues Pferd. Du hast ein Pferd? Ja. Hier? Ja. Du kannst reiten? Natürlich kannst du reiten, du bist Gladiator, berittener Gladiator. Du hast ein... Ja, er ist schuld, er hat den Stein geworfen. Du hörst wütende Schreie. Ja, kein Problem. Also ich meine, wir müssen uns befreien, klar, aber das wäre ja großartig. Gott sei Dank. Okay, dann sag mir wann und wo und ich versuche dir zu helfen. Großartig, ich danke dir. Ich gehe zurück zur Arena und betrachte weiter wie... Ja. Du siehst, dass irgendjemand einen Stein an den Kopf bekommen hat und in die Arena gefallen ist.
Und jetzt, das wurde als freiwillige Meldung für den nächsten Kampf missverstanden. Wer möchte gegen diese arme Sau kämpfen? Gnom. Gnom. Und los! Alles klar. Sehr cool. Ich mag, wie du denkst. Weiß das jetzt nicht. Ja, hast du eine konkrete Idee, was er ist? Nee, das ist überhaupt nicht rausgekommen. Aber ich würde jetzt tippen, irgendwie Battlemaster oder sowas? Fighter? Fighter, ja. Kein Battlemaster. Gut, Gladiator gibt es, glaube ich, auch, ne? Nee, also weiß Background. Ich nicht. Ja, sondern es ist ein... Ich bin ein Cavalier. Ah ja, logisch. Pferd. Britischer Kampf und so. Geil. Macht in Dungeons richtig viel Sinn. Ja, vor allem auch unberitten sehr tanky und Controller-lastig. Also okay, halt Sentinel cool. Auf Drogen. Cool. Nehme ich. Sehr schön. Sehr denke ich. Danke euch. Das Charakterkonzept hat mir echt viel Spaß gemacht, muss ich sagen, mir zu überlegen. Grundsätzlich habe ich mir gedacht, auch wieder wie bei Event quasi, ich möchte einfach mal ein bisschen was Haut drauf machen, ein bisschen mehr kämpfen, wollte allerdings auch ein bisschen mehr was in die tankige Richtung mal ausprobieren. Und da hat sich das für mich angeboten, mir mal so einen richtig klischee-mäßigen, so einen leicht dürflichen, total liebesbedürftigen, großen, starken, schweren Kloß zu machen. Und ja, so entstand in meinem Hinterkopf so dieses leichte Konzept von Ovak, dem liebesbedürftigen Kämpfer. Ovak hat in seinem Leben nie wirklich Liebe erfahren. Und er hat nur eine große Liebe in seinem Leben bisher gehabt und das ist sein Pferd, Uvak. Mit diesem Pferd ist er quasi durch dick und dünn gegangen, also in der Arena gekämpft und auf diesem Pferd auch geflohen. Dann hat versucht zu fliehen auf diesem Pferd, nachdem er dann den Nobelmann in der Arena etwas zu fest angepustet hat. Und ja, dieses Pferd bedeutet ihm quasi sehr viel und er möchte es bis zu seinem Lebensende immer als treuen Begleiter und Freund bei sich behalten. Das war ein wirklich sehr lustiges Gespräch. Manchmal ergibt sich das einfach in dem Dialog, dass man auf einer Situation aufsitzen kann. Einfach, ich weiß nicht, ich kann das ganz schwer beschreiben, aber es war, in dem Moment hat es tatsächlich, konnte man für einen kurzen Augenblick oder konnte ich für einen kurzen Augenblick tatsächlich meinen Charakter spielen und war drin und es hat auf Ovak hervorragend gepasst. Das war ultra witzig und ich glaube, das ist ein Charakter, den man so wie er ist, auch kaufen und glauben kann. Also das ist ein sehr schön, also Ovak ist ein sehr, sehr dichter Charakter. So, den kann man so richtig schön mitnehmen. Seine Professionalität als Gladiator und seine Unbedarftheit als Wesen habe ich ihm total abgekauft. Ich glaube, viele mögen den Fighter nicht, weil sie wissen oder zu wissen glauben, dass das Kit an unterschiedlichen Dingen, die man tun kann, natürlich deutlich beschränkter ist. Im Vergleich zu Schurken, Druiden oder anderen Klassen, denen den Zauber zur Verfügung stehen, ist außerhalb eines Kampfes für einen Krieger schwer verkäuflich, was man noch alles tun kann. Aber ich denke, das ist eher eine Frage des Rollenspiels und ich hätte keine Schwierigkeiten damit, einen Fighter in eine Gruppe einzuladen, nur weil er eben Kämpfer ist und sein Kit sich aufs Maul beschränkt. Und ich denke gerade, dass die Kavaliersklasse von Ovak sehr spannende Möglichkeiten offenbart. Und ich muss gerade tatsächlich, ich werde dieses Bild von einem auf einem Bären-Druiden reitenden Krieger nicht los. Halborg. Traum. Berühmte Charaktere verstecken. Wir haben einige im Set der Auswahl. Also die Frau von Eulenstein ist sicher genauso schwer zu verkaufen als ein Ergenasi oder wie ein Ergenasi oder wie eine Hauptstadtberühmtheit, die quasi im Ring einen Adligen auseinandergenommen hat. Das wird eine Herausforderung, aber ich glaube, das wird in diesem Staat so oder so eine Herausforderung. Denn die erste Aufgabe, mit der wir uns als Gruppe vielleicht einen Namen machen, wird die sein, ab der wir anders agieren müssen. Dann sind wir erkannt und dann schauen wir mal. Das wird wahrscheinlich einige Aktionen vorziehen, wenn wir jetzt mit bekannten Gesichtern starten sozusagen, aber ich glaube, das wird ein Problem sein, mit dem wir uns so oder so auseinandersetzen müssen. Ich habe im Ansatz keine Ahnung, wie ich ihm eine Frau verschaffen soll, wirklich nicht, gar nicht. Das ist, ich glaube, wenn
Arteso eine Sache überhaupt nicht kann, dann ist das mit Frauen. Weil man stelle ihn sich vor, er hat tatsächlich ja schon Probleme, wenn die Leute ihren Hemdknopf am Kragen nicht zumachen oder wenn die Gabeln sich nicht rechtwinklig zur Tischkante befinden. Da locker auf ein Wesen des fremden Geschlechts zuzugehen und es ernst zu meinen, jetzt nicht Geld oder Gefallen oder Arbeit zu fordern, nee, das glaube ich nicht. Also er wird sich da noch was einfallen lassen müssen, wie das tatsächlich klappt.